Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali. Schönen guten Abend. Die Empörung über das Treffen in einer Villa in Potsdam im November ist weiterhin groß. Dass dort Pläne für millionenfache Deportationen auch von Deutschen mit Migrationsgeschichte diskutiert worden seien, bestreitet der Vordenker dieser Idee übrigens nicht. AfD-Co-Chefin Alice Weidel wollte davon heute nichts wissen. Das alles sei nur eine Schmutzkampagne und hätte mit den Inhalten der AfD nichts zu tun. Warum sie sich dann aber doch von ihrem engen Vertrauten Roland Hartwig, der bei dem Treffen dabei war, trennte, das bleibt ihr Geheimnis. Andreas Huppert. Viertel vor drei, Reichstagsgebäude, Fraktionsebene. Die Pressestatements der AfD-Spitze, eigentlich ein Routinetermin. Doch schnell wird klar, Routine ist es heute nicht. Ist so voll heute. Ist was passiert? Ja, es ist was passiert. Alice Weidel weiß genau, worum es heute gehen wird. Nämlich um eine vom Recherchenetzwerk Korrektiv veröffentlichte Zusammenkunft im November in Potsdam. Mit dabei auch AfD-Politiker, die unter anderem mit Rechtsextremen diskutieren, wie man Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen, aus Deutschland vertreiben kann. Es handelte sich nicht um ein AfD-Treffen, sondern um eine private Begegnung von Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Hintergrund, so auch AfD-Politikern und CDU-Politikern. Es ist skandalös, wenn linke Aktivisten mit Stasi-ähnlichen Geheimdienst- und Zersetzungsmethoden eine private Zusammenkunft angreifen, um unbescholtene Bürger abzuhören und auszuspähen. Weidels Motto: Vorwärtsverteidigung. Doch wenn alles so normal, so unbedeutend gewesen ist, warum hat sie sich dann von ihrem persönlichen Referenten Roland Hartwig getrennt, der auch bei dem Potsdam-Treffen dabei war? Eine klare Antwort darauf bleibt Weidel schuldig. Sie liegen richtig, wenn Sie annehmen, dass die Vertragsauflösung im Zusammenhang mit dem Treffen in Potsdam stattgefunden hat. Zum guten gegenseitigen Einvernehmen gehört natürlich auch, dass ich mich über die Hintergründe in der Öffentlichkeit nicht äußern werde. Auch Co-Chef Chrupalla ist ordentlich auf Krawall gebürstet. Auf die Frage, ob er auch schon einmal bei einem solchen Treffen dabei war, gibt es eine klare Ansage. Und von daher geht sie, wo ich mich privat mit wem auch immer treffe, ich sage es so deutlich, einen feuchten Kehricht an. Während die AfD mit sich selbst und ihrer Darstellung beschäftigt ist, von einer Kampagne, ja gar einer Verschwörung spricht, macht die Frage nach einem AfD-Verbot die Runde. Die Vertreter der Ampelregierung sind zurückhaltend. Ich befürchte, dass eine große Verbotsdebatte dieser Partei genau das Gegenteil erreicht. Deswegen geht es nicht um Parteiverbote, sondern um direkte politische Auseinandersetzung. Das ist die Aufgabe der Demokraten in diesen Tagen, meiner Ansicht nach. Solche juristischen Schritte ziehen ja dann auch noch mehrere Jahre letztlich der Bewertung durch die Gerichte mit sich. Und auch das ist zu bedenken. In der Union ist die Sache noch nicht geklärt. Während die CSU ein Verbot ablehnt, will sich der CDU-Chef nicht festlegen. Das ist Sache der Bundesinnenministerin, gegebenenfalls des Kabinetts, des Bundeskanzlers. Und bevor dazu nicht konkrete Vorschläge auf dem Tisch liegen, werde ich öffentlich dazu keine weiteren Stellungnahmen abgeben. Ich rate dringend dazu, die Debatte mit der AfD politisch zu führen. Wir werden sie juristisch, ist meine Überzeugung, nicht in einer kurzen Zeit gewinnen können. Während die Politik also mehrheitlich dagegen ist, gehen immer mehr Menschen für ein Verbot auf die Straße. So am Abend in Würzburg, wo rund 2000 Menschen gegen die AfD demonstrieren. Gern hätte ich heute mit Alice Weidel über all das gesprochen. Sie lehnte die Einladung aber ab. Dann lassen wir uns das Ganze einordnen von einer neutralen Beobachterin. Julia Ebner ist Extremismusforscherin und Autorin. Einen schönen guten Abend nach London. Guten Abend aus London, hallo. Alice Weidel sprach heute von einer Schmutzkampagne. Medien und Politik wollten eine, Zitat, legitime Debatte abwürgen. Wie beurteilen Sie das? Die Remigrationsdebatte handelte im Kern von einer zutiefst rassistischen Idee, die von extremistischen und verfassungs- und menschenfeindlichen Organisationen verbreitet und propagiert wird. Als legitime Debatte würde ich das eher nicht bezeichnen, ehrlich gesagt.
Bei diesem Treffen in einer Villa in Potsdam waren unter anderem finanzstarke Unternehmer, der mehrfach verurteilte Gewalttäter Mario Müller, aktuell wissenschaftlicher Mitarbeiter eines AfD-Bundestagsabgeordneten, Martin Sellner, ein rechtsextremer Aktivist aus Österreich, und eine ganz normale private Zusammenkunft, sagt da Alice Weidel. Sehen Sie das auch so? Also normal im Sinne von, das ist nicht besonders überraschend, wenn man sich auch die Geschichte und die Tradition von Vernetzungen zwischen AfD und identitärer Bewegung anschaut. Ja, da kann man von normal sprechen. Privat eher nicht, würde ich sagen, wenn sich politische Vertreter zusammensetzen an einen Tisch und mit doch finanzstarken Vertretern der Industrie oder Unternehmern und Extremisten über politische Pläne sprechen, dann halte ich das eher für ein politisches Strategietreffen als für eine private Zusammenkunft. Und auf dem Treffen, Sie haben das Wort gerade schon erwähnt, wurde über Remigration gesprochen. Ein Begriff, der aus der Migrations- und Exilforschung stammt, aber halt seit Jahren als Kampfbegriff von rechts außen benutzt wird. Welchen Anstrich wollen sich denn damit die Identitären, die Nationalisten und Co. damit geben? Also die identitäre Bewegung hat eine lange Geschichte mit dem Begriff der Remigration. Es ist natürlich Teil des Versuchs der identitären Bewegung, das Fenster des Sagbaren und des gesellschaftlich Akzeptablen weiter nach rechts zu verschieben. Und da haben sie sich immer wieder dieser Begriffe bedient, wie zum Beispiel Remigration oder auch Ethnopluralismus. Das sind am Ende des Tages verharmlosende Begriffe oder Euphemismen, die sie für eigentlich rassistische und ausländerfeindliche Politik und Ideen verwenden. Alice Weidel benutzt diesen Begriff auch. Vertreibungsfantasien wies sie allerdings dann heute von sich. Das Auftreten der AfD, das ist ja insgesamt äußerst ambivalent, will ich mal sagen. Auf Social Media sind sie oft deutlicher, klarer und auch krasser in ihren Aussagen als zum Beispiel bei Fernsehinterviews. Ist das eine Taktik? Das ist absolut auf ihre Taktik zurückzuführen. Ich war 2017 undercover bei der Identitären Bewegung und auch bei einem internen Strategietreffen mit Martin Sellner unter anderem dabei. Und auch da haben sie sehr klar darüber gesprochen, wie sie unterschiedliche Zielgruppen am besten erreichen können. Und da geht es vor allem darum, sich anzupassen an die Sprache ihrer Zielgruppen, also in den sozialen Medien und vor allem in den verschlüsselten Kanälen, geht es da viel expliziter zu und auch viel klar ausländerfeindlicher als jetzt auf den großen Plattformen oder im öffentlichen Diskurs, wenn sie zum Beispiel von den Medien eingeladen werden. Jetzt ist es so, nach diesem Treffen, was wohl nicht das erste war, in Potsdam gibt es eine gewisse Schocksituation, auch bei den demokratischen Parteien. Die wollen die AfD jetzt plötzlich inhaltlich stellen, sagen Sie. Und da sagen wiederum nicht wenige, das hat doch seit Jahren überhaupt nicht funktioniert. Aber dann fragt man sich, was denn? Was dann? Das ist eine gute Frage. Inhaltlich hat tatsächlich in der Vergangenheit sehr wenig funktioniert. Es ist auch, denke ich, nur eine reine Symptombekämpfung, sich der Partei auf inhaltlicher Ebene zu stellen. Ich denke, es wäre viel wichtiger, dass sich die anderen Parteien anschauen, was die Ursachen sind für den starken Aufstieg der AfD. Die AfD ist im Moment am Höhepunkt ihrer Radikalität und am Höhepunkt ihrer Popularität in ihrer 10-jährigen Geschichte oder 11-jährigen Geschichte mittlerweile. Es ist also wirklich notwendig, sich die Ursachen dafür anzuschauen, sowohl auf sozioökonomischer Ebene als auch auf psychologischer und kommunikativer Ebene. Sich zu fragen, was können wir tun, um zu verhindern, dass zum Teil menschenfeindliche und verfassungsfeindliche Ideen bis in die Mitte der Gesellschaft vordringen können. Was können wir tun? Da lautet jetzt bei manchen die Antwort, ein Verbotsverfahren gegen die Partei oder aber auch ein Grundrechteentzug gegen einzelne Politiker. Stärkt das Ihrer Meinung nach, Sie haben viel Erfahrung, kommen eigentlich aus Österreich, die Opferrolle der AfD, in der sie sich sieht, oder ist es dann doch eher ein Zeichen für die wehrhafte Demokratie? Wie viele andere rechtspopulistische Parteien auch, ist die AfD sehr gut darin, sich als Opfer zu inszenieren. Und ich würde tatsächlich das Thema des Verbotsverfahrens mit Vorsicht angehen. Also gerade ein Parteiverbot könnte natürlich sich kontraproduktiv auswirken auf Wählerinnen, die dann diese Opferrolle noch mehr auch annehmen oder die Idee der Opferrolle noch mehr
mitnehmen. Also ich denke, es wäre eventuell wahrscheinlich schon sinnvoll, sich im weiteren Verlauf anzuschauen, ob man einzelnen Personen zumindest die Ausübung von politischen Funktionen verbieten kann, wenn sie sich wirklich verfassungswidrig verhalten bzw. antidemokratische oder menschenfeindliche Ideen gezielt verbreiten. Zum Beispiel bei Herrn Höcke kann man sich das durchaus auch vorstellen, dass das auf rechtlicher Basis passieren könnte. Sagt Julia Ebner, Rechtsextremismusforscherin. Vielen Dank für dieses Gespräch nach London. Dankeschön Ihnen auch. Und sie hat es gerade angesprochen, Thüringens AfD-Chef Björn Höcke, übrigens anders als Alice Weidel, wiederholte er gestern Wesentliches von Sellners Plänen. Gegen ihn läuft aktuell eine Petition, um ihm die Grundrechte zu entziehen. Was es damit auf sich hat, wie das Ganze funktioniert, all das auf ZDF heute. Und jetzt geht es hier weiter mit anderen Nachrichten von diesem Dienstag. Mit dir, Gundula. In Deutschland fehlen aktuell mehr als 900.000 Sozialwohnungen. Das beklagen Sozialverbände, der Mieterbund sowie die Baugewerkschaft, organisiert im Bündnis Soziales Wohnen. Das fordert ein sofortiges staatliches Förderprogramm von 50 Milliarden Euro, um den Neubau von Sozialwohnungen voranzutreiben. Die Regierung hatte jährlich 100.000 davon angekündigt. Dem Bündnis zufolge wurden im vergangenen Jahr aber nur rund 30.000 gebaut. Bundesjustizminister Buschmann arbeitet an einer umfassenden Reform im Familienrecht, um neue Beziehungsmodelle rechtlich zu stärken. Demnach sollen auch leibliche Väter sowie Kinder mehr Rechte erhalten. Und auch unverheiratete Paare sollen künftig gemeinsam ein Kind adoptieren können. Positiv sehen der Lesben- und Schwulenverband Buschmanns Vorschläge für homosexuelle Ehepaare, die im Falle der Elternschaft rechtlich gleichgestellt werden sollen. Die medizinische Notfallversorgung in Deutschland soll grundlegend reformiert werden. Dafür hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach Eckpunkte vorgestellt. Demnach sollen die kassenärztlichen Bereitschaftsdienste besser mit dem Notruf 112 vernetzt werden. Bis zu 30% der Patienten könnten auch in Arztpraxen behandelt werden, so Lauterbach. Rettungsdienste und Kliniken sollen so entlastet werden. Das Gesetz soll Anfang 2025 in Kraft treten. Inmitten aller Spannungen im Nahen Osten hat Iran Ziele im Irak und in Syrien und nun gerade eben auch in Pakistan angegriffen. Bei den Attackenaufstellungen der Terrorgruppe Islamischer Staat in Syrien vermuten Beobachter Vergeltung für den IS-Anschlag Anfang Januar in Iran, dem mehr als 80 Menschen zum Opfer fielen. In Erbil im Nordirak töteten iranische Raketen 4 Zivilisten. Ziel dort, so der Iran, sei eine israelische Spionagezentrale gewesen. Der Irak zog daraufhin seinen Botschafter aus Teheran ab. Die USA übten scharfe Kritik an Iran. Der frühere US-Präsident Trump hat die erste Vorwahl um die Präsidentschaftsnominierung der Republikaner wie erwartet und mit großem Abstand gewonnen. In Iowa wurde Zweiter der Gouverneur von Florida, DeSantis, vor der ehemaligen UN-Botschafterin Nikki Haley. Der 77-jährige Trump erhielt 51% der Stimmen, DeSantis 21%. So deutlich hatte noch nie ein republikanischer Kandidat eine Vorwahl in Iowa dominiert. Was, wenn Donald Trump die Vorwahlen und dann die Präsidentschaftswahl im November gewinnt? Was ist dann zum Beispiel mit der Unterstützung der Ukraine? Diese Frage dürfte auch den ukrainischen Präsidenten umtreiben. Und so sagte Zelensky auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos das, was er seit fast 2 Jahren mantraartig vor sich herträgt. Wer denkt, es geht nur um die Ukraine, irrt sich grundlegend. Heute allerdings sagte er diesen Satz mit Nachdruck. Formuliert sehr klar, denn er weiß schon auch, andere Kriege und andere Konflikte drängen auf die Weltbühne. Akteure, die das Scheinwerferlicht auf sich ziehen, sitzen unter anderem in Israel, Gaza, Jemen, Iran. Ulf Röller über das Weltwirtschaftsforum, das in einem politisch angespannten Klima stattfindet. Die Welt ist voller Krisen. Da wirkt der Protest von Greenpeace in den Schweizer Bergen wie ein kleines Kunstwerk.
auch wenn es eine ernsthafte Botschaft hat, gegen ein grenzenloses Wachstum auf Kosten des Klimas. In Davos finden viele Gespräche hinter den Kulissen statt. Präsident Zelensky macht diplomatisches Speed-Dating. Die Ukraine braucht mehr Waffen, mehr Geld und mehr Aufmerksamkeit. Denn Zelensky hat die Sorge, dass bei den vielen Krisen die internationale Gemeinschaft die Ukraine vergisst. Der Krieg wird enden, und zwar mit einem gerechten und stabilen Frieden. Wir brauchen unsere Partner jetzt und auch für den Wiederaufbau unseres Landes und unserer Gesellschaft. Im Ukraine-Haus haben sie Bilder des Grauens ausgestellt, damit niemand vergisst. Aber es gibt auch einen Raum, der Mut macht. Diese Kinder hat Russland verschleppt und die Ukraine hat sie wieder heimgeholt. Schlafend im eigenen Bett, ein Zeichen der Hoffnung. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist nach Davos gekommen, um für die Ukraine Unterstützung zu werben. Trotz wachsendem Zweifel in Europa. Wir müssen weiter den Widerstand der Ukraine unterstützen. Deshalb müssen wir die Finanzierung und die Waffenlieferungen für die Zukunft sichern. Die Krisen und die Kriege dieser Welt haben sich bis in die Schweizer Berge durchgefressen. 60 Regierungschefs in Davos auf der Suche nach Lösungen. Jake Sullivan könnte helfen, der nationale Sicherheitsberater der USA. Aber der innenpolitische Streit lähmt Amerika. Die Republikaner blockieren die Ukraine-Hilfe, Sullivan mit einem Versprechen. Wir müssen in der Lage sein, die Waffen der Ukraine zu liefern, die sie braucht, damit sie sich verteidigen kann. Es muss uns gelingen, im Kongress überparteiliche Mehrheiten hinzubekommen. Rededuell der Weltmächte. Chinas Nummer 2, Ministerpräsident Li Qiang, sucht keine Konfrontation. Sein Land steht zwar eng an der Seite Russlands, aber Peking will den Kontakt zum Westen nicht abbrechen lassen. Wir müssen eine bessere Zukunft schaffen. Dafür müssen wir Brücken bauen und unsere Differenzen beilegen. Das geht nur gemeinsam. Höflicher Beifall für einen Mann, der mit keinem Wort den Ukraine-Krieg erwähnte und der seinen Nachbarn Taiwan mit Krieg bedroht. Für NATO-Generalsekretär Stoltenberg geht es auch um einen Kampf der Systeme. China zerstört die Grundprinzipien der NATO, Demokratie und das Recht des Gesetzes. Der erste Tag in Davos geht zu Ende, wie er begonnen hat, mit der Suche nach Frieden. Ja, und klar, dass auf dem Weltwirtschaftsforum auch über den Jemen gesprochen wird. Immerhin laufen etwa 10% des gesamten Welthandels über das Rote Meer. Doch seitdem die Houthi-Rebellen den schnellsten Seeweg von Europa nach Asien ja immer wieder angreifen, kommt es zu Störungen in den Lieferketten, wird der Welthandel beeinträchtigt. Die Reaktion darauf bekannt. Eine Allianz rund um die US-Amerikaner greift nun immer wieder Stellungen der Houthi an. Zudem versucht sie, immer wieder Raketen der Rebellen abzufangen. Doch was ist eigentlich mit der EU? Seit einem Monat diskutiert sie, welchen Beitrag sie leisten kann. Nun gibt es eine erste Antwort, beziehungsweise mindestens drei. Florian Neuhahn zeigt, wie notwendig die sind. Das vorerst jüngste Opfer hat einen Namen: Zoografia. Ein griechischer Frachter, heute vor Jemen getroffen von Raketen der Houthi-Milizen. So wie gestern der US-Frachter Gibraltar Eagle. Die Seestreitkräfte Jemens haben eine Militäroperation durchgeführt, so der Houthi-Sprecher am Abend. Schiffe und Besatzung, so das US-Militär, hätten in beiden Fällen keine großen Schäden. Anders die Route selbst. Das Rote Meer, Lebensader für Europas Wirtschaft. Mehr und mehr Schiffe aber müssen jetzt den teuren Umweg nehmen über Südafrika. Auftritt Europa, heute in Brüssel, Sitzung der Botschafter der Mitgliedstaaten. Auf dem Tisch liegt dieses vertrauliche Papier. Die EU soll eingreifen, die Frachter im Roten Meer militärisch schützen. Mit mindestens 3 Kriegsschiffen für mindestens ein Jahr. Das Mandat müsste, so heißt es im Fachjargon, robust sein. Die Mission wird also Seestreitkräfte zu umfassen haben, die auch in der Lage sind, Attacken von Drohnen, von Flugkörpern abzuwehren. Robert Brieger ist der oberste Militär der Europäischen Union.
Wenn die Politik den Auftrag erteilt, müssen er und seine Leute den Plan umsetzen. Mitte, Ende Februar könne man starten, sagt er, während die USA längst auf ihre Art eingreifen. Reagiert die EU zu langsam? Der General lässt seine Kritik nur anklingen. Ja, ich denke auch, dass hier eine schnellere Entscheidungsfindung wünschenswert ist. Angesichts der komplexen Prozesse und der Notwendigkeit, die Zustimmung von 27 Mitgliedstaaten herbeizuführen, vermeine ich aber doch, dass wir zeitgerecht gehandelt haben. Andere werden deutlicher. So wie es ziemlich schnell auf internationaler Ebene ging mit einer Mission am 18. Dezember, so hätte ich mir gewünscht, dass die EU in der gleichen Geschwindigkeit schon damals gesagt hätte, wir sind an Bord. Aus Deutschland könnte, so heißt es, die Fregatte Hessen ins Rote Meer starten. Als eines von drei Kriegsschiffen der Mission. Wobei die Frage ist, ob das ausreicht. Wir müssen uns vorstellen, dass das Rote Meer und die Fläche, die hier zu schützen sind, wirklich riesengroß sind. Und da ist der Beitrag von drei Fregatten aus der Europäischen Union tatsächlich ein Tropfen in das Rote Meer. Letztendlich wird die Europäische Union daran gemessen, ob sie einen veritablen Beitrag leisten kann zum Schutz der Schiffe. Schon ein Treffer und an diesen Schutz würde vorerst wohl keiner mehr glauben. Noch also fehlt so manches bei Europas möglicher neuer Militärmission, unter anderem der Name. Hier geht es jetzt weiter mit Gundula und einer wichtigen Warnung. Vor Eisregen, Glatteis und heftigen Schneefällen in der Mitte und im Süden Deutschlands. Davor warnt der Deutsche Wetterdienst ab der zweiten Nachthälfte und rät dazu, Autofahrten zu vermeiden. Auch die Bahn rechnet mit Beeinträchtigungen. Von der Eifel bis zur Lausitz ist mit intensivem Schneefall zu rechnen, südlich des Mains mit Eisregen. Details auf ZDF heute. Schon am Dienstag war es in Teilen von Nord- und Ostdeutschland extrem glatt. Bei Chemnitz gab es mehrere Unfälle, dort kam ein Mensch ums Leben. Jetzt ist es offiziell, die Inflation in Deutschland lag im vergangenen Jahr im Durchschnitt bei 5,9%. Damit ging sie zwar etwas zurück, ist aber weiterhin auf hohem Niveau. Frank Bethmann, vieles wurde teurer. Wie geht das denn weiter und womit rechnen die Experten? Ja, die sagen, die Preise steigen weiter, wenn auch nicht mehr so stark wie 2023. Aber das wird insbesondere für diejenigen, die zur Miete wohnen, ein schwacher Trost sein. Erwartet wird nämlich, dass sich vor allem Mieten und Energie weiter verteuern werden. Und nur weil insbesondere beim Gas der Preisdruck in den vergangenen Monaten etwas nachgelassen hat, stiegen die Energiepreise 2023 etwas weniger stark als die Preise insgesamt, nämlich um 5,3%. Preistreiber waren vor allem die Nahrungsmittel, die zusammengenommen um 12,4% zulegten. Essen, Wohnen, Wohnnebenkosten, daran kommt keiner vorbei, auch Menschen mit geringeren Einkommen nicht, die Inflation damit besonders hart trifft. Und was bedeutet das für die Zinsentwicklung im Euroraum? Ja, eine weniger starke Teuerung lässt Spielraum für Zinssenkungen. Die Finanzmärkte wünschen sich lieber heute als morgen einen solchen Schritt, damit die Konjunktur wieder in Schwung kommt. Aus Davos vom Weltwirtschaftsforum dazu heute wenig Neues von den Währungshütern. Ja, der nächste Schritt wird eine Zinssenkung sein, sagen sie. Und ja, wahrscheinlich noch dieses Jahr. Doch nach einer raschen Entscheidung hört sich das nicht unbedingt an. Frank Bethmann, vielen Dank. In Vorbereitung einer Weltraummission zu den Marsmonden haben die deutschen und französischen Raumfahrtbehörden IDEFIX auf den Weg gebracht. Der Rover soll Teil einer japanischen Mars-Erkundungsmission sein und wird Ende Januar in Japan erwartet. Der Start der Mission ist für 2026 vorgesehen. Bis zur Landung auf Phobos werden dann voraussichtlich 2 Jahre vergehen. Das Ziel: Forschungen zur Entstehung der Monde. Und jetzt zur Handball-EM in Deutschland. Am Abend hatte die deutsche Mannschaft im letzten Gruppenspiel mit Favorit Frankreich als Gegner. Nach 11 Jahren ohne Sieg gegen Frankreich war das Spiel, das gerade eben zu Ende ging, sehr spannend und eine besondere Herausforderung. Deutschlands bester Handballer um Regisseur Knorr und Kapitän Goller kommen fantastisch in die Partie. 3 Minuten gespielt, schon steht es 3:0.
Nichts, was Frankreich aus der Ruhe bringt. Nach knapp 15 Minuten trifft Nikola Karabatic zur ersten Führung des Olympiasiegers. Andreas Wolf ist ein starker Rückhalt, aber vorn passieren zu viele Fehler. Die Franzosen führen zur Pause mit 17:15. Die Deutschen versuchen alles und kommen auch mit so einem kuriosen Tor von Lukas Mertens wieder ran. 12 Minuten vor dem Ende gehen sie dann sogar durch Kai Häfner wieder in Führung. Aber insgesamt sind die Franzosen routinierter, drehen das Spiel wieder in ihre Richtung. Am Ende heißt es 30:33 aus deutscher Sicht. Aber Hauptrunde erreicht. So, Essen ausspucken, das einem nicht schmeckt. Porzellan zertrümmern, einfach weil man Spaß daran hat. Gästen ins Gesicht hauen, um sie zu begrüßen. Und wenn man nicht bekommt, was man will, einfach richtig wütend werden. Kino hat das Privileg, all das zu zeigen. Und Emma Stone die Gabe, all das in einer Schamlosigkeit zu tun, die ihr einen Golden Globe einbrachte. Der Film ist dank ihrer schauspielerischen Lust ein Fest und in mehrfacher Hinsicht grenzüberschreitend. Der Film heißt Poor Things und ist eine sarkastisch zugespitzte Frankenstein-Geschichte. Nadja Nasser. Das ist Bella. Sie ist ein Experiment. Der exzentrische Wissenschaftler Godwin Baxter setzt einer Selbstmörderin das Gehirn ihres ungeborenen Babys ein und erschafft seine bisher gewagteste Kreation, ein Kleinkind im Körper einer Frau. Bella, das ist Mr. McCandles. Hallo, Bella. Ihr Gehirn und Ihr Körper sind noch nicht ganz im Einklang. Aber sie entwickeln sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Vor allem aber entwickelt sich Bella ohne die gängigen Zwänge der Gesellschaft. Am Leben zu sein ist faszinierend. Bella. Wieso es im Mund behalten, wenn es widerlich ist? Sie ist völlig frei von Schamgefühlen oder Selbstzweifeln. Sie ist einfach die pure Neugierde und Abenteuerlust. Und sie ist begeistert von allem, was das Leben zu bieten hat. Ich fand das so inspirierend und bewegend und lustig. Es macht Spaß. And funny and fun. Schnell wird klar, die junge Frau wächst zum unzähmbaren Freigeist heran, voller Lebenshunger. Jenseits aller typischen Rollenbilder. Bella will so viel wie möglich probieren, erfahren, genießen und alles maßlos. Mitreißend gespielt von Emma Stone. Ihr Liebhaber, gespielt von Mark Ruffalo, kann da nicht mithalten. Wieso machen die Leute das nicht die ganze Zeit? Es ist interessant zu sehen, wie Männer auf sie reagieren, auf ihr immer größer werdendes Selbstbewusstsein, ihre meinungsstarke Natur. Ich finde, das ist so ein spannendes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man als Frau so selbstbestimmt ist. Das kann bei Menschen auf Widerstand stoßen, wenn du genau weißt, was du willst und dir das auch nimmst. Poor Things ist ein fantasievoller und kluger Film, der das pralle Leben feiert mit all seinen Facetten. Wir müssen viele Erfahrungen sammeln, nicht nur die guten. Ein Film mit spektakulären Bildern, der eine eigene, surreale Welt erschafft und doch mit ganz realen Rollenbildern spielt. Mit einer großartigen Emma Stone, absolut sehenswert. Und eine schöne Ablenkung von der nicht immer ganz so einfachen und spielerischen Realität. Und der widmet sich um Mitternacht in unserem Heute-Journal-Update wieder Christopher Wehrmann. Das war's von uns. Machen Sie es gut, wo auch immer Sie sind. Tschüss, bis morgen. Musik.
Guten Abend. Uns erwartet eine brisante Wetterlage. Ungefähr um Mitternacht geht es los. Da zieht von Südwesten zunächst Schnee und dann Glatteisregen auf. Und dieser Glatteisregen erreicht bis morgen früh das Saarland, das südliche Rheinland-Pfalz und das nördliche Baden-Württemberg. Bis mittags zieht dieser Glatteisregen weiter nordwärts, erreicht dann auch Hessen. Und Sie sehen, dass auch Schnee fällt an der weißen Farbe. Zwischen der Eifel und dem Thüringer Wald können 10 bis 20 bis Donnerstag sogar an die 40 cm Neuschnee Fall. Es bleibt gefährlich glatt auf den Straßen, weiterhin in diesem Streifen ungefähr vom Saarland bis ins nördliche Bayern. Im Süden gibt es anhaltenden Dauerregen im Südwesten, aber bei deutlich höheren Temperaturen. Das Problem ist der Boden, der so eiskalt ist. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf minus 1 bis minus 10 Grad und an der Küste gibt es sogar noch einige Schneeschauer. Morgen liegen die Höchsttemperaturen zumeist um den Gefrierpunkt, anders im Südwesten. Da wird es sehr viel milder mit 11 Grad am Nachmittag. Von Eis Regen und Schnee bekommen Sie zwischen der Weser und der Oder morgen nichts mit. Da wird sogar ganz freundlich und es zeigt sich mal kurz die Sonne. An der Küste ziehen einige Schneeschauer vorbei. Es kommt ja jetzt so milde Luft von Südwesten heran, aber schon am Donnerstag wird aus dieser Warmfront eine Kaltfront und so ziehen Schnee und Glatteisregen dann langsam aber sicher aus Deutschland raus. Das ist die gute Nachricht heute, denn danach wird es deutlich ruhiger am Freitag und am Samstag. Guten Abend.